Von Südbaden geht's an die Donau nach Straubing zum Team Steinleitner. Anfangs wirkte das Team von der Fülle der Aufgaben überrascht, war aber als eines der ersten mit allem fertig. Wir fangen hier an mit dem Gurkensandwich, ne? Gerne. Das Gurkensandwich hat das Team Steinleitner eher klassisch angelegt. Die Juroren konzentrieren sich auf den Geschmack und die handwerkliche Ausführung des Brotes. Kurz im Biss, wie man es erwartet. Allerdings eine wildere Porung und trotzdem eine sehr elastische Struktur. Also das passt. Ja, es ist wattig und soft und hier ist eben eine Spur mehr Salz, mehr Gewürz auf den Gurken, aber trotzdem frisch. Wir kommen zur Gemüse-Tarte. Das Team hat sich für eine gedeckte Variante entschieden. Was man hier schon mal sieht, ist, dass der Teig extrem dünn ist, gell? Ja. Markus Steinleitner hat eine besondere Variation bei der Füllung gewagt. Das Gemüse wird bei ihm nicht mit einem Eierguss gebunden, sondern mit einer Bechamelsoße. Also was man hier sagen muss, ist es ein sehr deutlicher Gemüsegeschmack. Und man hat auch hier wieder Biss im Gemüse und durch die Bechamelsoße ist es so ein cremiger, sämiger Geschmack. Das finde ich sehr spannend, weil das halt ganz anders ist wie bei einer französischen Quiche mit einer Royale, also mit einem Eiersahneguss. Finde ich ganz interessant. So, lass uns weitermachen, sonst essen wir alles auf, das wollen wir verhindern. Wir kommen nämlich jetzt gleich zum Shortbread. Die Juroren prüfen zunächst die Backfarbe des Mürbteigbodens. Für die Creme auf dem Gebäck ist Konditorin Melanie Rothammer verantwortlich. Sie hat ihre Kreation zusätzlich mit einer Limettenscheibe dekoriert. Also ich liebe das, wenn es so viel Creme ist. Ich mag das. Es ist typisch englisch, weil die Engländer lieben Frosting. Und es ist süß und durch die Limette eine leichte Säure. Es hätte einen Ticken weniger sein dürfen. Also ich finde das Verhältnis auch von Creme und Shortbread ist mir etwas zu viel Creme. Der Mürbteig, das Shortbread, ist super gebacken. Wunderbare Butternoten, sehr knusprig und sehr mürbe. Ja, das mag so sein, aber ich finde, weißt du, man muss für sein Geld auch was bekommen. Lieber mehr Creme als zu wenig. Johann. Nee, alles gut. Lass uns weitermachen mit der Apfeltarte. Auch die Apfeltarte ist eine gedeckte Variante. Die Juroren prüfen zunächst die Backfarbe. Also unten drunter schon mal schön gebacken. Das ist immer die erste Frage, ob der Teig nicht auch durchgeweicht ist. Du hast diesen Toffee-Cream-Geschmack. Und Butter. Karamell, Butter. Diese Aromen müssen sich nun beim Verkosten in einem harmonischen Geschmacksbild verbinden. Würden die Engländer wahrscheinlich sagen. Ich sag's auf Deutsch. God save das Team Steinleitner. Es gibt Dinge, die schmecken einfach. Gleich. Das Highlight für mich war heute der Apfelkuchen von Steinleitners. Dieser Mürbteig perfekt gebacken, die Apfelkaramellfüllung ein Hochgenuss. Leider hat er mit seinen Scones enttäuscht. Es haben jetzt nur 4 Teams, die Konkurrenz ist groß und jeder hat so gute Sachen. Also brauchen wir nicht reden. Also wir haben auch was dabei, was nicht so gelungen ist, aber jetzt müssen wir mal schauen. Ich finde trotzdem, seine Fehler waren nicht ganz so schlimm wie die von Remmerle. Es sind nur Kleinigkeiten. Das tut mir sehr leid, aber so ist es bei Deutschlands bester Bäcker. Aus 4 werden 3 und das werden wir jetzt verkünden. Ich möchte beginnen heute mit dem Mittelfeld. Wenn man so eine komplexe Aufgabe bekommt, dann gibt es sicherlich bei jedem Team Dinge, die einem mehr liegen oder weniger liegen. Und 2 Teams, die waren heute wirklich sehr ausgeglichen, das sind das Team Steinleitner. Ja.